Ay, bak Christian da sesi. Kurgi. Çay şulu bura popadı.
Sri Radhika Astakam. Thank you.
Ще даде клипка, так ще става радио. Thank you.
Thank you.
Hättet ihr schon von Avatar gehört, ja? Ich meine, ihr kennt vielleicht den Film Avatar, ja? Wie sehen die Leute dort aus? Die sind auch blau. Die haben so eine komische Kopfform. Komische Kopfform, ja. Sie haben auch so Zeichnungen eigentlich im Gesicht. Ja. Sie haben auch diese Frisur, basically. Die langen Haare sind mit den Braun verbinden, der Energie. Ja. Tatsächlich hat sich der Regisseur, also Cameron, hat sich viel auch aus den vedischen Schriften geholt für diesen Film. Aber grundsätzlich das Wort Avatar bedeutet der, der hinabsteigt. Und so die Idee ist eigentlich, dass Gott zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten auf dieser Welt auch hinabsteigt. So von seinem Zuhause sozusagen, der spirituellen Welt, in die materielle Welt. Und dann kommt er in verschiedenen Formen. Und diese verschiedenen Formen verehren wir hier zum Beispiel. Also einerseits auf der rechten Seite haben wir Jagannath, das ist der Krishna selber. Dann in der Mitte seine Schwester und ganz links sein Bruder auch. Und die kommen dann so zusammen und diese Form von Gott, eine sehr spezielle Form, ist die, wenn er in Ekstase ist. Dann hat er so einen riesigen Smile, er freut sich sehr, dass ihr alle heute hier seid, seine Augen werden ganz groß und seine Gliedmaßen ziehen sich in den Körper zurück. Er ist so völlig überwältigt von Ekstase, euch zu sehen, aber grundsätzlich einfach die Liebe seiner Geweihten zu empfangen. Und auf der linken Seite, das sind Golitai, oder das sind zwei Persönlichkeiten aus Indien, die vor 500 Jahren hier waren. Krishna selber als Chaitanya und dann sein Bruder nochmals links als Nityananda. Und er hat so die moderne Hare Krishna-Bewegung eigentlich ins Leben gerufen, vor ungefähr 500 Jahren. Er hat so das Chanten dieses Hare Krishna-Mantras verbreitet, das wir jetzt gerade gesungen haben. Ist auch hier drauf, auf diesem blauen Banner. Und es sind ja drei Wörter eigentlich, Hare. Das bezieht sich auf Krishnas Freundin, wie heißt sie? Ist jetzt schon wieder eine Weile her, ja, aber ja, genau. Krishnas Freundin? Radha. Radha, yes, sehr gut. So, Radha, das ist der Vokativ, ein Vokativ davon ist Hare. Also wenn man jemanden anruft, dann ist ein Vokativ. Und dann Krishna bedeutet der Allanziehende. Und Rama heißt die Quelle aller Freude. Das heißt, wenn wir diese Worte sagen, dann meditieren wir über diese Namen. Bitte Radha, bitte Krishna, bitte lass mich wieder in diese Beziehung zu dir kommen. Lass mich wieder diese Liebe, die ich eigentlich schon im Herzen habe, wirklich auf dich richten. Das ist so unser Gebet, wenn wir diesen heiligen Namen singen. Und deswegen machen wir das oft und gerne. Zum ersten Mal am Morgen hier, was denkt ihr, wann haben wir so unseren ersten Gottesdienst hier im Tempel? Welche Zeit würdest du schätzen? 8 Uhr. 8 Uhr? 5. 5? Schon näher, ja? 4 Uhr. 4 Uhr ist schon wieder zu früh. Zwischen 4 und 5. 4.30 Uhr. Aber wir stehen so um 4 Uhr auf. Beziehungsweise die Priester oder Priesterin vielleicht schon früher auch schon um 3 Uhr. Um 4.30 Uhr treffen wir uns alle hier und haben dann unseren ersten Gottesdienst. Singen verschiedene Lieder und dann von 5 Uhr bis 7 Uhr machen wir eine Meditation, auch mit diesem Mantra, auf unseren Gebetsketten. Ich schaue, ob wir welche hier haben. Natürlich nicht. Aber gleich wieder. Eine Sekunde. Das sieht so aus, wir haben so einen Beutel und da drin sind dann diese Gebetskette. Was denkt ihr, wie viele sind da drauf? Einige, ja. Was schätzt ihr? Ja. 101. Ja, nein? Das ist 120. Ja, in der Mitte davon? 110. 110, ein bisschen weniger? Ja, noch ein weniger, 108. Aber genau, 108 Perlen. Also wir sagen dann den Mantra einmal, oder? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, und gehen zur nächsten Perle. Und dann wieder das Gleiche. Und das 108 Mal. Und das 16 Mal. Also 16 solche Runden machen wir. Fängt. Was gibt das? 16 mal 108, wo sind die Hauptrechnungsschemies hier?
16 mal 108. Wie soll 108 das nicht bedeuten? Genau, die 108 ist eine sehr spezielle Zahl in allen indischen Traditionen auch. Steht für verschiedene Sachen. Zum Beispiel wird gesagt, der Abstand zwischen Erde, Mond, Sonne ist immer, kann man in 108 Schritte unterteilen. Aber dann auch gibt es 108 engste Gefährte von Krishna zum Beispiel. Es gibt 108 Upanishaden, diese Texte. Die findet man immer wieder, diese 108. So eine heilige Zahl. Ja. Wo hast du den Taschenrechner? Ja, genau. Wirklich, komm. Sehr gut. 1728 Mal. Und das dauert so ungefähr 2 Stunden, wo wir das rezitieren und wirklich versuchen, in diese Meditation reinzugehen. Bitte Krishna, lass mich wieder ein Diener von dir sein. Und nicht nur wollen wir das in diesen 2 Stunden machen, sondern den ganzen Tag idealerweise uns immer an das erinnern. Und genau, wir machen das als Meditation für uns selbst und singen das auch zusammen. Ja, habt ihr gerade noch eine Frage hierzu? Da seht ihr auch nochmal, ist der da? Wie heißt er schon wieder? Ja. Krishna. Jetzt heißt du gemischt Krishna und Prabhupada, dann jetzt Krishna. Genau, aber Prabhupada, Srila Prabhupada. Okay, dann würden wir sonst rausgehen. Ihr könnt gerne die Kissen nehmen und wieder schön auf den Turm da machen. Also macht den wieder schön, wie er vorher war. Ja? Bitte. Danke, Mann. Thank you.
Geschichte.